Guten Abend, ich wollte euch ja das zeigen, habe ja auf Facebook gefragt mit der Black-Ice-Technik. Da hatte ich ja die zwei Karten gepostet. Das ist jetzt mit goldenem Folie, Goldfolienkarton. Und ich würde das jetzt kurz zeigen. Ich habe schon mal eins vorbereitet mit 3D-Folder in Silber und einen Blanko. Dazu braucht ihr einmal das Archival oder ihr nehmt das VersaFine und einmal transparentes Embossing Pulver und passend dazu Embossing Stempelkissen. So, dann fangen wir am besten mit dem Muster gleich an. Dann nehme ich das Stempelkissen in Schwarz, nehme mir, okay, man sieht's, nehme das. Halte das etwas schräg, setze es an der Kante oder am Rand außen an und ziehe das drüber über meinen Folienkarton. Unten drehe ich es um und ziehe es nochmal auf die andere Seite rüber. Und oder man nimmt das Archival oder das VersaFine, deswegen, weil die Tinte schneller trocknet. Das würde jetzt so ungefähr ausschauen. Dann brauche ich einen Föhn. Macht es kurz ganz trocken, weil sonst habe ich alles am Stempelkissen. Sekunden warten, bisschen abkühlen, dann nehme ich hier so ein Papier, was ich immer nehme, und drücke mir das kurz auf so ein weißes Papier und schaue, ob es noch abfärbt. Wenn ich es hochhebe, sehe ich, dass es nicht abgefärbt hat. Dann nehme ich mein Embossing-Stempelkissen, setze das an auf dem Karton und ziehe mir das von links nach rechts. Oben nochmal alles haben, da bleiben. So, nehme ich mir so eine Unterlage, nehme mir mein transparentes Embossing Pulver, streue das da drüber. So, den Rest tue ich wieder in meinen Bottich. Mein Bottich gleich zu. Dann brauche ich wieder den Föhn. Ich habe jetzt mit Absicht ganz am Rand nichts hingemacht, dass ich es festhalten kann. Ansonsten gehört überall was hin. Ich mache das kurz warm, dass es flüssig wird. Okay, alles. Dann würde das jetzt so ausschauen. Dann könnte ich jetzt irgendein Motiv nehmen. Ich habe jetzt mir schnell den Schneemann mitgenommen. Den könnte ich da dann draufkleben und dann könnte ich mir noch einen schönen Weihnachtsspruch machen und hätte gleich
eine schöne Weihnachtskarte. Ich lege jetzt das nur auf die Rückseite von der anderen Karte, dass man es besser sieht. Kann ich das drauflegen, mache da noch einen schönen Spruch drauf, dann hättet ihr eine schöne Weihnachtskarte. Und dann zeige ich das andere noch. Da habe ich jetzt nicht mit einem 3D-Folder gemacht, sondern das gelassen, wie es ist. Nehme ich wieder mein Archival oder Versafine, ziehe mir wieder, schräg halten, vom Rand weg. Mache da wieder meinen Föhn, damit das trocken wird. So, schauen wir, ob es auch trocken ist. Machen wir da unseren Abdruck. Heiß. Schauen wir, ob was auf dem Papier ist. Nichts auf dem Papier. So, dann habe ich mir ausgesucht, weil es ist ja Weihnachtskarte, von Hartfeld einfach den schönen Weihnachtsstempel. Mit dem, Entschuldigung, LKW. Ich finde das ganz schön. Nehme ich wieder mein Archival. Über meine Stempelplatte. Und jetzt muss man aufpassen, weil das natürlich eine glatte Oberfläche ist, dass uns das nicht verrutscht. Suche ich mir hier ungefähr die Mitte und drücke meinen Stempel an. Dann hat man sozusagen jetzt das Motiv auf dem Karton. Das mache ich wieder warm. Mir das wieder das kurz, dass es nicht so heiß ist. Drückt mir das wieder auf mein Papier, um zu schauen, ob was abfärbt. Sonst würde ich es nochmal mit dem Föhn heiß machen. Wie man sieht, färbt nichts ab. Dann nehme ich wieder mein Embossing Stempelkissen, gehe da wieder über die Karte, festhalten. Seite kurz, auch den Rand haben. Da bleiben. So. Nehmen wir meine, mein transparentes Pulver. Gebe
das wieder drüber. Überall, auch überall was ist. Einmal abklopfen. Natürlich das auffangen. Und weg, damit es nicht umkippt. Nochmal den Föhn. Macht das noch mal warm. Dann hättet ihr die zweite Karte, die dann zum Beispiel so ausschaut. Die könnt ihr dann auch wieder fertig machen mit einem Cardstock hinten dran. Ich mache es jetzt nur, dass man ein bisschen besser sieht. Einen kleinen, so wie bei der goldenen, einen Weihnachtsspruch drauf. Dann habt ihr eine schöne Weihnachtskarte mit gar nicht viel. Also im Endeffekt braucht ihr nur transparentes Pulver, Anschimmal Ink, ein Stempelmotiv und das Embossing. Das war's. So, dann wünsche ich euch einen schönen Abend und ich würde mich freuen, wenn irgendjemand die Idee aufgreift und auch mal ein Beispiel auf Facebook postet. Ich wünsche euch was.